Hey, liebe Businessmama! Working Out Loud hatte ich vor 2020 noch nie gehört. Doch irgendwie schlitterte ich in eine knapp 3000 Frauen große LinkedIn-Gruppe, die mich von Anfang an faszinierte. Laut sollten wir nämlich sein, uns zeigen und über uns sprechen. Es geht um Sichtbarkeit, darum gehört zu werden und ein Standing zu haben. Alles Dinge, die wir in der Selbstständigkeit dringend brauchen. Nur hier in der Gruppe geht es nicht ausschließlich um Stories und nervige Selbstdarstellung. Woll ist mehr. Katha, die Initiatorin der LinkedIn-Gruppe, erzählt uns heute, was dahinter steckt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Nadine, ich freue mich riesig über die Einladung. Ich danke dir sehr. Ich bin ja dank dir in eine sehr spannende Gruppe reingestolpert, die mir, auch der Name, mir völlig fremd war. Und deswegen dachte ich irgendwann, ich frage dich einfach direkt als Initiatorin oder Mitinitiatorin der Working Out Loud Gruppe, ob ich dich nicht zu einem Live- oder zu einem Podcast-Interview animieren kann, damit wir alle lernen, was dahinter steckt und was Working Out Loud denn letzten Endes ist. Also von dem her, von meiner Seite eher vielen Dank. Das ist eine ganz, ganz coole Geschichte, die mir eben bis dato auch total neu war. Ich würde ganz gerne vorschlagen, wenn das für dich okay ist, wir gehen ähnlich vor, wie du das auch kennst. Wir starten mit drei Fakten zu dir und dann gerne mit einer kurzen Vorstellung. Wer ist die Katharina? Wo kommt sie her? Wo will sie hin? Was tut sie sonst so? Und go! Drei Fakten. Oh je. Spontan ist immer am besten. Katha mag ich viel lieber als Katharina. Ich wohne gerade in Hamburg, arbeite in Stuttgart, hauptberuflich eigentlich für Bosch und nebenberuflich mit meinem eigenen Label Connecting Humans. Bin im dritten Beruf, glaube ich, noch zertifizierter Wollcoach. Fakt 2 und Fakt 3. Ich bin letzte Woche 42 geworden, was für die Nerds unter uns einfach nur großartig ist und gedenke die nächsten 10 Jahre, wenn meine Falten das zulassen, weiter 42 zu werden. Bis dahin gibt es ganz dezente Filter. Forever 35 oder so. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe auch letzte Woche gehabt. Wann hattest du? Am 15. Ich habe 13. Ja, na dann, alles Gute Nacht. Ja, ebenso. Und ich habe auch kein Problem mit meinem Alter. Von dem her, ich mache mich dann nicht mehr verrückt. Nee, gar nicht. Ich dachte, wir sind alle froh, schon mal über 20 gekommen zu sein. Und ja, dann ist die 30 auch gar nicht mehr so schwierig. Und ich bin wirklich gerne auch über 40 geworden. Ja, sehr cool. Ja, so muss das auch sein. Ich glaube, es ist wie mit allem, wenn du irgendwie für dich generell eine Zufriedenheit erreicht hast, ist auch ziemlich egal, wie alt du bist. Also von dem her. Es gibt ja auch das gefühlte Alter, das geschätzte Alter und das tatsächliche Alter. Das stimmt. Und auch heute bin ich, glaube ich, deutlich in meinen 30ern. Ich überlege gerade, war das meine Oma oder was ist das, die Schwester meiner Oma? Die sagte, die ist knapp 80. Die sagte auch, wie alt wurdest du? Ja, 38. Oh Gott, Nadine, Wahnsinn, so jung. Heute ist man ja, wenn man 50 ist, eigentlich wie 40 und überhaupt und alles so, ne? Und sie hat ja recht, hat sich ja alles geändert. Man ist ja einfach jünger. Andersrum war es, ne? Wenn du heute, ja, andersrum. Aber ja, wir wissen, was wir meinen. Wir fühlen uns gut und jung, das reicht. Okay, Katha, erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist. Also so grob, ne, wo du gerade arbeitest. Ja, wie kamst du zu Working Out Loud? Wie kamst du überhaupt in diese Thematik? Und was ist das überhaupt? Ja, das ist immer noch ein Buch mit 7 Siegeln für ziemlich viele. Also vielleicht fangen wir bei mir an und gehen dann auf Working Out Loud. Ja. Wer bin ich eigentlich? Du, ich habe ganz, ganz klassisch meine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil ich eigentlich immer Assistentin werden wollte. Mein Vater hatte nämlich 3 davon. Und in meiner damaligen Perspektive sind die mit ihm um die Welt geflogen, haben immer Blumen gekriegt. Mhm. Und das war der Job meines Lebens. Also habe ich gedacht, super, das mache ich auch. Habe ich auch ein paar Jahre gemacht, habe mich schnell recht hochgearbeitet, bin dann auch irgendwann Ende 2004, nachdem ich schon 3 Jahre Mittelstand in Braunschweig hinter mir hatte, nach Stuttgart gegangen, der Liebe wegen, auch wieder als Assistentin, dann aber schon für Bosch. Mhm. Und habe da dann festgestellt, dass das ein interessantes Berufsbild bei Bosch ist und dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Assistent und der persönlichen Assistentin. Mhm. Und hatte dann Gott sei Dank immer die Chance, Doppelrollen auszufüllen. Habe dann 2010, als klar wurde, dass dieses Web 2.0, also dieses dialogbasierte Internet, Social Media, Twitter, LinkedIn, Facebook und Co., dass das kein Hype ist, sondern wirklich Technologie, die bleibt. Mhm. Im Endeffekt eine Weiterbildung gemacht zur Projektleiterin, habe da einen Ausstieg gemacht
und habe mich dann angefangen, professionell mit Social-Media-Einsatz im Unternehmen auseinanderzusetzen und mit der Frage, wie sich dadurch die Arbeitswelt verändert. Mhm. Weil alles, was externe Trends sind, schwappt natürlich irgendwann in die Unternehmen, weil natürlich auch wir einen Querschnitt der Gesellschaft bilden. Und das muss ich sagen, hat mich oder das begeistert mich bis heute, die Frage, wie verändert Technologie unser Leben? Was müssen wir als Unternehmen eigentlich leisten, um die Mitarbeitenden mitzunehmen, abzuholen, weiterzubilden, weiterzuentwickeln? Wie verändert sich auch Sinn der Arbeit? Und wie können wir eigentlich das, was da ist und das, was kommt, gut nutzen? Ja, um dieses New Work, also dieses neue Arbeiten zu ermöglichen, mhm. um alle gesund und möglichst lang zusammen zu bleiben. Ja. So, und das sind die Themen, die mich beschäftigen. Ich habe dann viel mit Community-basierter Zusammenarbeit, Community-Management gearbeitet, habe bei uns die Rolle ins Leben gerufen und professionalisiert. Bei uns ist das heute ein Berufsbild und hatte aber immer den Fokus auf Team und Thema und nicht auf Einzelpersonen. Und dann kam Working Out Loud. Den Begriff hatte ich schon 2012 im Internet entdeckt. Habe viel drüber gelesen, weil ich mag Buzzwords. Also ich mag diese Buzzwörter, ich mag diese Kunstworte, weil man sie mit Leben füllen kann. Und das ist was, das ich wirklich gerne tue, weil wir dann alle hoffentlich ein ähnliches Bild haben und man über Bilder, wissen wir heute, über Bilder und Geschichten sehr viel besser reden kann als über ja eher starre Konstrukte und wissenschaftliche Texte. Und ja, Working Out Loud ist eine für mich per se erstmal eine Haltung, also ein Mindset, nämlich überhaupt, und das heißt nicht laut arbeiten, sondern nach außen gerichtet zu arbeiten. Also Teil eines aktiven Netzwerkes zu sein, sich einzubringen, zu partizipieren, Ideen zu diskutieren, gemeinsam bessere Lösungen zu finden und dort im Netzwerk auch echte Diversität zu ermöglichen. Weil wenn man sich in unserem Büro so umschaut, so richtig divers ist es nicht. Wenn man in andere Länder geht und sich dort in den Büros umschaut, so richtig divers ist es da auch nicht. Aber in Netzwerken, die können innerhalb des Unternehmens sein oder außerhalb, die können privat sein, die können beruflich sein, die können an der Hochschule sein, die können im Schulwesen sein, die können, ganz egal, dort ist echte Diversität möglich. So, und die Frage, wie können wir als Einzelpersonen lernen, gut damit umzugehen? Also welche Fähigkeiten braucht es und wie kann man das tatsächlich lernen? Das beinhaltet ebenfalls Working Out Loud, nämlich dann die Working Out Loud Circle Methode. Das ist eine Lernreise, wo ich mich mit 5 Menschen oder ja, 5er Teams über 12 Wochen hinweg eine Stunde in der Woche treffe und mit einem Handbuch arbeite, also einer Gebrauchsanweisung, dem Circle Guide, der die Agenda für die Stunde Meeting enthält und Aufgaben, die es zu lösen gibt. Mhm. Und das Interessante ist, dass man Netzwerken ja nur lernt, indem man netzwerkt. Ja. Also sich einen Vortrag anzuhören, warum Netzwerken wichtig ist, ich glaube, das haben wir alle durch. Und sich einen Vortrag anzuhören, wie Netzwerken geht, ich glaube, auch das haben viele von uns schon erlebt. Damit kann man aber noch nicht netzwerken. Das heißt, eigentlich geht es darum, das wirklich in die Praxis umzusetzen. Und das in einer Stunde, in der Woche, über 12 Wochen hinweg ist was, das sich sehr, sehr gut einfach so in das Leben einpasst, wo ich ganz praktisch an einem ganz selbstgewählten Thema arbeite und wirklich lerne, passend zu diesem Thema ein Netzwerk aufzubauen, das mir hilft, das Thema zu verstehen, zu evaluieren, vielleicht das Ziel oder das Lernziel zu erreichen und einfach mit Hilfe eines Netzwerks hier deutlich besser vorankomme. Was würdest du denn dann zusammenfassend eigentlich sagen, was das Ziel von Working Out Loud selbst ist? Ich habe es immer so ein bisschen für mich verstanden als sich mehr zu trauen, mehr, um jetzt in der aktuellen Zeit zu sprechen, mehr in die Sichtbarkeit zu gehen, sich auch wirklich lernen zu zeigen, was jetzt tatsächlich nicht so typisch deutsch ist. Ne? Einerseits wollen wir ja jetzt schon alle den Fame und Social Media, aber irgendwie haben wir ja doch gelernt, das gehört sich halt nicht, ne? So ganz laut und so ganz präsent und so ganz selbstbewusst. Da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Muss sicherlich jeder für sich auch überlegen, was er oder sie möchte. Aber ich habe so ein bisschen wirklich für mich als Ziel mitgenommen, sichtbarer zu werden. Und zwar nicht über dieses Story, 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 Instagram, Selbstdarstellung, sondern wirklich so ein bisschen, wie du sagst, auch über die Netzwerke, über andere Wege. Aber was würdest du so als Hauptziel aus Working Out Loud rausnehmen, so ganz allgemein gesprochen? Also ich glaube schon, dass das Hauptziel Vernetzung, vernetztes Arbeiten und Sichtbarkeit ist und wie ich das lerne.
Das Gute ist, dass dadurch, dass nur 5 Menschen sich in einem Circle zusammentun, dort ein Schutz- und Experimentierraum entsteht, wo ich mich da wirklich sehr langsam rantaste. Das heißt, ich kann genau, also wirklich für mich rausfinden, welche Plattform nützt mir und welche nicht. Wo fühle ich mich wohl? Wie kann ich mich darstellen? Und es ist ein sehr schmaler Grat zwischen Selbstdarstellung und Positionierung. Das heißt, die Frage, mit welchen Themen kann und möchte und will ich sichtbar werden? Wie fühle ich mich da wohl? Was bringt es mir? Wo ist mein eigener Nutzen? Weil wenn es mir nicht nützt, brauche ich es auch nicht machen. Vielleicht nützt es mir jetzt noch nicht, vielleicht brauche ich es aber später im Job. Das heißt, diese Fähigkeit und zu wissen, wie es funktioniert, die sollte ich mir schon mal deutlich, also die sollte ich mir wirklich aneignen und anschauen. Ne? Aber dieses sich da rantasten in einer eigenen Geschwindigkeit mit einem eigenen Thema und zu schauen, wo fühle ich mich wohl, wie fühle ich mich sicher, was nützt mir, was hilft mir und vor allen Dingen, wie baue ich da ein Netzwerk auf, das mich auch weiterträgt. Ich denke, das sind Themen, die heute wichtiger sind denn je. Ne? Weil wir einfach heute sehen, und ich glaube, das hat zumindest die Krise deutlich gezeigt, plötzlich waren die meisten von uns im Homeoffice und es wurde erwartet, dass wir diese Fähigkeiten haben. Plötzlich waren viele von uns von der Außenwelt abgeschnitten. Und die, die gut vernetzt waren, die hatten plötzlich Zugriff zu Lernformaten, zu Events, alles, was plötzlich in dieser virtuellen Welt passiert ist, die haben das mitbekommen. Ja. Also wir haben in der Krise, wir hatten eine Bar, eine Online-Bar, wir hatten Disco am Samstagabend, wir hatten Online-Spieleabende, wir hatten Lunch and Learns, wir hatten jede Menge Meetups, wo wir uns weiterbilden konnten. Gut, man muss dazu sagen, ich hatte keine 5 entzückenden Kinder, Hund, Katze, Maus zu Hause und noch vielleicht pflegebedürftige Eltern. Sondern eher etwas reduziertere Anforderungen an mich. Aber mir stand diese Welt offen. Ja. Und ganz vielen Menschen stand oder steht sie eben nicht offen, einfach weil sie nicht wissen, wie es geht. Ja, ich habe das schon in der Offline-Welt früher oft gedacht. Ich habe dieses Netzwerken auch von meinen Eltern mitbekommen. Die sind zwar getrennt, aber jeder für sich kann das sehr, sehr gut. Und ich hatte schon wirklich ab der Ausbildung auch immer das Bedürfnis, in allen Abteilungen so ein bisschen mal meinen Fuß gehabt zu haben. Man sollte schon so ein bisschen mich zuordnen können, weil ich immer wusste, ich brauche immer mal irgendwelche Hilfen und Gefallen. Und so ist es einfach in der Realität auch. Und dann, das ist, da geht es nicht um Vitamin B im negativen Sinne, sondern im positiven. Und das hilft so sehr. Ich würde noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen, weil viele werden eben diesen Aufbau, dieses Konstrukt entsprechend nicht kennen. Also ich bin damals in diese Gruppe reingeschlittert und jetzt sind es irgendwie um die 3000 Mitglieder. Auch bunt gemischt. Tendenziell sind mehr Frauen drin, glaube ich, als, ja doch, hauptsächlich Frauen stärken war ja auch der Hashtag. Mehr Frauen als Männer drin, aber es ist eine sehr, wie du sagst, eine sehr diverse Gruppe. Also ich war auch in meinem Circle, also in meinen 5 Menschen um mich oder 4 Menschen um mich, ganz bunt gemischt. Festanstellung, Künstlerin mit sehr bekanntem Ehemann oder Ex-Ehemann. Ganz, wirklich total bunt gemischt. Nochmal eine Selbstständige, aber in einem ganz anderen Bereich wie ich. Und das war schon sehr spannend, weil dann bekommst du natürlich auch immer andere Feedbacks und andere Einschätzungen, als du die in deiner homogenen Welt, die sie ja dann doch oft ist, gerade über die normalen sozialen Kanäle und Gruppen, die ja sehr gleichgeschalten sind, das erweitert schon nochmal deinen Horizont. Das ist definitiv eine andere Hausnummer. Was ich so gut fand und so sehr auch Werbung für mache, seitdem ist wirklich diese Organisation, die er da mit dabei hatte, zu sagen, man bekommt jede Woche ein PDF. Das ist total gut strukturiert aufgebaut. Man weiß genau, was man quasi abhaken soll. Es hat einen guten Lesefluss. Also ich habe nicht das Gefühl, ich muss jetzt 30 Seiten PDF lesen, sondern ich habe immer wieder schöne Abschnitte. Also es ist sehr, sehr smart konzipiert. Und das gibt einem dann auch wirklich den Wunsch, das durchzuziehen und die Lust, das beizubehalten. Im Vergleich zu vielen Kursen, also ich bin seit 2 Jahren jetzt in großen Mentoring-Programmen, auch in 2 verschiedenen gewesen, wo man wirklich viel Geld für bezahlt, was auch gerechtfertigt ist. Aber was man bei euch genauso an die Hand bekommt, kostet einfach nichts. Also das fand ich grandios, fand ich total spannend und habe ich einfach auch nicht erwartet. Also von dem her, Chapeau. Man merkt schon, da ist über eine längere Zeit viel Herzblut reingeflossen und viel Wissen und viel Liebe. Und viel Struktur, was wirklich auch sehr hilft. Also ich kann das nur empfehlen. Das ist total auch eben in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Man hinterfragt vieles, man hinterfragt Dinge, die man selbst tut und ist eben nicht in dieser, was nicht immer schlecht ist, aber dieser gleichen Soße an Menschen, die halt keinen neuen Input oft geben, weil mit denen habe ich das Gleiche immer wieder verhackstückt. Die haben die gleichen Ziele, die haben das Gleiche, die gleiche Branche. Da kommt dann doch oftmals nicht so viel neuer Input rein und das kam dadurch definitiv rein.
Doch, das war schon toll. Wie funktioniert das für dich? Läufst du diesen Zirkel immer wieder mit, diese 12 Wochen, und machst auch für dich immer mit? Klar. Ist das dann immer auch ein 12-wöchiges neues Wollziel? Ja. Okay. Ja, ich hatte schon mal 2 Circle hintereinander, weil ich mein Ziel nicht erreicht hatte und habe dann weitergemacht. Aber generell ist es so, je nach Lebenssituation, ja, je nach Version der Circle Guides, ne, weil momentan, jetzt kommt die 7er-Version im April, je nachdem, welches Ziel ich wähle, je nachdem, wer die anderen 4 in meinem Circle sind, je nachdem, ob wir das als begleitetes Programm machen, so wie Woll Frauen stärken, oder ob wir einfach jederzeit starten, verändert sich das, was ich erlebe, und verändert sich auch maximal das, was ich lernen kann. Ne? Also A, kann ich von anderen Menschen immer ganz viel lernen, wenn ich genau hinhöre. Ja. Ich bin aber natürlich nur in der Lage, das aufzunehmen, was mir in dem Moment dient. Ne? Ja. Also was mir wirklich hilft. Das heißt, da steckt noch so viel mehr drin, was man gar nicht erlebt oder erfährt in einer Runde. Ne? Weil das nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Deshalb kann man auch immer wieder teilnehmen. Also es liegt nicht daran, dass ich es immer noch nicht begriffen habe, sondern ich habe gerade meinen 11. Circle abgeschlossen, weil ich diese Methode wirklich nutze und lebe und weil es vor allen Dingen für mich eine Arbeitsmethode ist. Ich habe immer wieder Themen, die sich über 12 Wochen strecken lassen, wo ich dadurch dann plötzlich Struktur und Fokus bekomme, um mich auch 12 Wochen damit intensiv zu beschäftigen. Und das ist eigentlich das Interessante, ich die Möglichkeit habe, wieder ein neues und ein anderes Netzwerk aufzubauen. Ja. Ja, weil erfahrungsgemäß, und da gibt es viele Studien drüber, über Netzwerkmechanismen, ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und wenn ich dich schon kenne und dich nett finde und mag, dann rede ich natürlich viel lieber mit dir, als mit Claudia, die ich noch nie gesehen habe. Ne? Ja. Das ist völlig normal und menschlich, weil wir gerne in unseren Komfortzonen einfach auch drinbleiben. Ja. Jetzt ist so, je länger wir uns miteinander beschäftigen, desto weniger frischen Input kann ich von dir überhaupt bekommen, weil A, wir kennen uns. Und B, du wirst auch immer netter zu mir sein. Also die Chance, dass du mir kritisches Feedback gibst, nimmt ab. Ja, klar, wir uns kennen. So, und das zeigt eigentlich diese Wirkmechanismen. Ne? Wir brauchen immer wieder frischen Wind, frischen Input, frische Inspiration von außen. Das geht am einfachsten über neue Menschen, die anders ticken als wir selbst. Es geht also gar nicht um Nadine und Claudia, sondern es geht um 2 Menschen, die anders denken als ich. Und auch meine Denkweise verändert sich immer wieder. Also auch meine Erfahrung nimmt zu, ich werde älter, ich weiß einfach immer wieder immer mehr. Und je mehr ich dann Trigger bekomme von Menschen, die anders ticken, die andere Lösungsfindungsmechanismen bedienen als ich, desto besser komme ich eigentlich an neue Ideen und Lösungen. Ja, da war auch gerade ein schönes Beispiel, ich lese gerade Das neue Land. Verena. Und die hatte auch dieses Beispiel drin. Jetzt seid doch mal kurz realistisch. Überlegt euch doch, ihr steckt 10 alte, es ist, wenn diese blöde alte weiße Herren, das ist halt so schön plakativ. Ja. Ne, die steckst du halt in einen Raum mit einem Problem. Du kannst sehr klar davon ausgehen, dass sie alle einen recht ähnlichen Lösungsweg haben, während wenn du jetzt 10 von einer ganz bunt gemischten Gruppe 10 Personen zusammenmischt, kannst du davon ausgehen, dass da ganz verschiedene, auch schon, wie man rangeht an die Problemlösung, ist ja ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, ob ich aus Spanien komme und oder von hier, ob ich, weiß ich nicht, Mechaniker gelernt habe oder studiert habe. Und das hast du natürlich nur, wenn die Gruppen schön bunt gemischt sind. Und das fand ich auch ein schönes Beispiel. Und so ist ja in der Realität tatsächlich auch. Also das macht durchaus Sinn. Und es wird halt über Working Out Loud im sehr positiven Sinne diese Netzwerkthematik einem beigebracht im Vergleich zu, ich hatte gerade vor ein paar Tagen einen Podcast, ich habe so eine kleine Miniserie über Network Marketing, die sehr auf dieses Thermomix, Tupper, Ringana, doTERRA, ist auch nur Netzwerkmarketing, aber die haben einfach immer noch einen sehr negativen Beigeschmack durch diese Vertriebsthematik dahinter, dass natürlich Produkte dahinter stecken. Vom Prinzip her ist aber die genau gleiche Herangehensweise. Ich empfehle den Thermomix, weil ich auf ihn schwöre, weil ich ihn super finde. Und es ist immer das Gleiche. Es geht immer um Menschen. Und natürlich nehme ich Dinge eher an von Menschen, die ich mag. Und ich frage meinen Nachbar, welche Pizzeria ist hier gut? Ist immer wieder das gleiche Beispiel, weil ich weiß, dem schmeckt, was mir schmeckt. Ist eigentlich immer, es wiederholt sich überall in jeder Phase. Ist ja auch super. Aber stell dir vor, du lernst alle deine Nachbarn kennen und kriegst Restaurant-Trips von allen von denen, also von allen, die du magst. Von allen, von denen ich weiß, wir mögen das nicht. Dass sie ähnlich essen wie die. Das, genau, ich glaube, das ist die hohe Kunst. Ne? Ja. So. Ja. Aber genau diese Mechanismen, die gilt es heute einfach zu kennen und zu können. Ja. Weil unsere Welt wird sich immer noch schneller weiterentwickeln, als wir das heute sehen. Es gibt diesen Spruch, Wandel wird nie wieder so langsam sein wie exakt jetzt.
weil es wirklich immer noch weiter zunimmt. Ja. Und ich glaube, dass wenn Menschen in der Lage sind, in kürzester Zeit nach Experten zu suchen, die sich mit dem Thema auskennen, sich mit denen auf Augenhöhe zu verbinden und zu vernetzen, sodass wirklich man Wissen austauscht, dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt, dann ist das eine Fähigkeit, die absolut zukunftsrelevant ist. Mhm. Zusätzlich natürlich zu Empathie und Zuhören, zu ich kann alle diese Tools nutzen, ich weiß, was ich kann, was ich darf, was ich soll und was nicht. Natürlich auch zusätzlich zu, ich bin in der Lage, verschiedene Perspektiven zusammenzubringen und mit einem diversen Netzwerk eine Lösung zu finden. Aber ich glaube, das gehört es heute zu lernen und das am besten schon im Schulalter. Ja. Als wir in die Schule gegangen sind, guck mal, wir sind jetzt alterstechnisch nicht so weit auseinander, aber wenn ich sehe, wie die Youngsters heute lernen, da ist immer noch nicht so viel Fokus auf Teamwork. Da wirst du immer noch belohnt, wenn du schnell viel auswendig lernen kannst. Ja. Das sind keine Fähigkeiten, die wir brauchen. Also zumindest nicht in der Wirtschaft, in der ich arbeite. Richtig. Ja, das ist für mich immer noch der größte Knackpunkt, wo unbedingt was dran getan werden muss. Das Bildungssystem ist eine absolute Vollkatastrophe. Die Verwaltung generell ist eine absolute Vollkatastrophe in Deutschland, aber das Bildungssystem ist... Ich habe jetzt schon Angst davor, wenn mein Kind nächstes Jahr in die Schule kommt. Ich habe auch gesagt, ich kann nicht Elternbeirat werden. Das ist für mich keine Option. Ich flippe aus. Es geht nicht. Kann ich nicht. Also... Das geht nicht. Es gäbe alles. Wir haben alle Optionen, aber wir sind nicht fähig, die einzusetzen. Das ist wirklich ganz hart und die müssen es von klein auf lernen und sie lernen es halt tatsächlich, wenn dann im Moment nur privat und nicht wirklich in der Schule und nicht im Miteinander. Aber sag doch mal, wer darf denn oder wer kann denn bei Working Out Loud mitmachen und wie kommt man denn dazu? Ich bin auch nur zufällig, ich glaube, die Lubow hat es empfohlen, von Frau Verhandelt. Die hat irgendwo einen Post, glaube ich, von euch geteilt, weil sie in der letzten Runde drin war. Und ich war zu dem Zeitpunkt gerade so ein bisschen in Kontakt mit ihr und bin es jetzt eben immer noch. Und dann dachte ich, ja, ne, wenn die das empfiehlt, da haben wir es wieder, dann wird das was Gescheites sein. Das gucke ich mir mal an. Aber ich kenne halt viele, die tatsächlich noch nie drüber gestolpert sind. Deswegen war es mir jetzt auch einfach ein Anliegen, da mal drüber zu sprechen. Wie kommt man denn, wie stolpert man denn über dich, über euch? Wie seid ihr strukturiert? Wer steckt da noch dahinter? Gut, also Dreh- und Angelpunkt ist natürlich der Erfinder und Autor von Buch und Methode, John Stepper in New York City in den USA, der auch tatsächlich die große Working Out Loud Community betreibt. Auf Mighty Networks sind die mit. Ah, okay. Mhm. Also auch da gibt es eine große Community, auch rund um ganz verschiedene Wollthemen, weil es gibt eben nicht nur die Working Out Loud Circle Methode, sondern es gibt auch Working Out Loud, das, was wir jetzt mit Frauenstärken gemacht haben, als begleitetes Programm. Es gibt Working Out Loud für Teams, für Führungskräfte. Es gibt Working Out Loud for Education ganz neu. Es kommt Mindfulness, startet heute Nachmittag ein offener Durchlauf. Woll im Unternehmenskontext ist nochmal anders. Und das ist quasi eine Plattform, wo sich viele, viele Woll-Liebhaber auch treffen. Mhm. Ansonsten gibt es Working Out Loud Communities auf jeder Social-Media-Plattform. Mhm. Also Facebook, Xing, LinkedIn, überall da, wo es Communities oder Gruppen gibt, dort findet man auch Working Out Loud-Gruppen. Twitter, Hashtag Woll, Insta, Hashtag Working Out Loud oder Woll zu finden. So, das ist also eigentlich, ist Woll überall präsent. Ich muss nur tatsächlich noch drüber stolpern. Wir haben jetzt Woll Frauenstärken endet exakt diese Woche Donnerstag. Dann ist das Programm durch mit den 3.300 Teilnehmenden. Wir sind im Januar gestartet. Jetzt hat das so eine Energie freigesetzt, dass wir gesagt haben, wir machen es nochmal. Wir werden im September, Oktober nochmal starten, allerdings wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders im Kontext, weil der Kontext hier war Frauen stärken, also eher weibliche Stärken zu stärken und Frauen auch dediziert zu stärken. Es war der Fokus auf Sichtbarkeit und Vernetzung. Und wir wollen hier eigentlich noch einen Schritt weiter gehen und sagen, eigentlich geht es nicht nur darum, die weiblichen Stärken zu stärken, sondern eher die femininen Qualitäten zu stärken, die wirklich jeder Mensch hat. Ne? Also jeder Mann hat diese eher weiblich konnotierten Fähigkeiten wie Empathie, wie Zuhören, wie Trösten, Anteilnahme, Wertschätzung, Augenhöhe, die Fähigkeit, verschiedene Fähigkeiten zusammenzubringen, um gemeinsam eine gute Lösung zu finden. So, und wir sehen, dass gerade in der Krise diese Qualitäten jetzt sehr wichtig waren und wurden und auch noch wichtiger werden und wurden. Also eigentlich sind die sogenannten Soft Skills, die neuen Hard Skills. Und da wollen wir eigentlich, also was heißt eigentlich, wir werden und wollen dort noch einen größeren Beitrag liefern, leisten. Es wird, das sage ich gleich dazu, diesmal vermutlich nicht ganz kostenlos werden, einfach weil wir Sponsoren
damals hatten oder jetzt hatten, die wir dann vermutlich nicht mehr haben. Das heißt, wir müssen es irgendwie hinbekommen. Und tatsächlich ist es so, und das sage ich auch immer gern nochmal dazu, dass es kostenlos war, war unser Krisenbeitrag. Wir wollten unbedingt in der Krise, gerade als die Krise begonnen hat, unbedingt einen Beitrag leisten. Mhm. Gerade für Menschen, die Krise hart getroffen hat. Ja. Und das waren primär Frauen. Mhm. Frauen, die sich als das Rückgrat der Gesellschaft entpuppt haben. Frauen, die sich als die großen Verlierer der Krise entpuppt haben. Frauen, die aber jetzt durch die Digitalisierung sich eigentlich als die großen Gewinner entpuppen können und könnten, wenn sie es denn nutzen. Ja. So, und da werden wir ansetzen. Das werden wir auf jeden Fall nochmal machen. Ich kann noch nicht genau sagen, wann es startet. Aber wer uns auf den Social-Media-Kanälen folgt, der bekommt das auf jeden Fall mit. Wer jetzt schon starten möchte, Volt Circle starten täglich überall, in Städten, auf Deutsch übergreifend, auf Englisch, international. Und mit Circler oder Circlerinnen findet man über diese Volt-Communities. 5 Leute braucht es, sich auf der Homepage registrieren. Ah, okay. Meine Überlegung oder meine Frage wäre, gibt es denn, oder woher weiß ich denn, dass ich in einer richtigen Wollgruppe bin? Du sagtest vorhin, du bist zertifizierte Wolltrainerin. Also es gibt schon klare Anlaufstellen. Wie erkenne ich euch? Weil ich kann jetzt natürlich auch eine Facebook-Gruppe anlegen und sagen, so, machen wir mal Woll. Jawohl. Ja, woher ich weiß glaub, ich, dass ihr die richtigen genannt? Dadurch, dass der Begriff und die Marke einfach geschützt sind, muss man da ein bisschen aufpassen. Wie findet man uns über die Homepage von John? Dort gibt es tatsächlich eine Seite mit allen zertifizierten Woll-Coaches. Man kann aber auch da in der Community immer Fragen stellen. Ne? Also Woll per se für die Nutzung von Einzelpersonen ist kostenlos und wird auch kostenlos bleiben. Wenn man Woll im Unternehmenskontext einsetzt, dann nicht. Unternehmen, die das als Enabling-Programm oder Trainingsprogramm nutzen, die werden tatsächlich zur Kasse gebeten, einfach weil, wir wissen mittlerweile, was Woll tut. Und da wir alle so ein bisschen den Auftrag haben, raus aus dem Silo, Kulturwandel, digitale Transformation ermöglichen, Mitarbeiternetzwerke stärken, da ist es einfach, kann man das nicht einfach so einsetzen. Ja, ist ja auch verständlich, ist total verständlich. Man bekommt ja was dafür. Da muss man sich nicht rechtfertigen. Man bekommt dafür. Und wenn es, ich sag mal ganz doof, selbst wenn ich nur diese 12 PDFs bekommen würde, die sind einfach top, fertig. Ich kaufe mir ja auch irgendwelche Workbooks und völlig legitim. Und wenn ich dann noch ein bisschen jemand an die Hand bekomme in irgendeiner Weise, oder ihr habt ja auch gestreamt teilweise, auch mit dem John Stepper, der dabei war, und kann mich da auch ein bisschen reingucken und reinfinden, alles gut. Total, ja, wir haben das im Endeffekt als Viererteam oder sogar als Fünferteam gemacht, weil es relativ schnell war, ich kann das nicht alleine. Ja. Mir fehlen da definitiv Fähigkeiten. Nicht nur die Fähigkeit, Videos aufzunehmen und zu schneiden, die habe ich mir selber sogar angeeignet. Noch im Vorfeld, aber so eine Broschüre zu konzeptionieren, Reflexionsfragen so aufzubereiten, dass man sie jede Woche nutzen kann. Dann tatsächlich YouTube und das alles zu streamen über StreamYard. Wir haben live gestreamt die Events. Dann überhaupt dieses Circle-Matching von 3.300 Menschen. Support? Ganze Community-Management mit 3.300 Menschen in einer LinkedIn-Community. Ja. Die ganzen Fragen, die auf uns eingeprasselt sind. Wir haben über 3000 E-Mails verschickt, wie gesagt. Also das ist nicht zu machen mit einer Person. Deshalb gibt es ein wahnsinnig tolles Team. Mara Toya, die uns die Registrierungsseite gebaut hat. Eine Monika Strutzek, die im Endeffekt Staffing verantwortlich ist für das Community-Management, für die Kommunikation, für alles, was wir auch PR-seitig koordinieren mussten. Dann Jeanette Böker, unser Brain für Farbe und Design und Gestaltung und Bildsprachen und Community Management. Und das Ganze, die gesamte Event-Orga hinter den Kulissen. Weil, dass wir live streamen konnten und da Menschen auf digitalen Panels saßen, das geht komplett auf Jeanettes Konto. Cool. Da gibt es noch die zauberhafte Sandra Glück, die komplett neu war in dem Thema, die sich auch auf Social Media noch nicht so richtig wohlgefühlt hat, die heute aber in Freiburg eine echte Lokalgröße ist. Sie wird erkannt für ihren Beitrag. Und die hat unser ganzes Projektmanagement gemacht. Die ganzen Zertifizierungen, also dass jeder ein Zertifikat jetzt bekommt, dass wir von den Role Models die Videos, dass wir schriftlich haben, dass wir das dürfen. Also wirklich alles, was es an Rahmen und Struktur braucht, hat Sandra gemacht. Super. Und da sieht man eigentlich Woll.
Ne? Woll bringt Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammen und schafft gemeinsam das Beste, was machbar ist. Mhm. Und das ohne Konkurrenz, ohne Wettbewerb, weil einfach für jeden, gut, in unserem Fall mehr als genug Aufgaben da waren, aber wo einfach man sehen kann, wie sich so unterschiedliche Fähigkeiten ergänzen. Also ich muss dich gar nicht als Konkurrentin sehen, Nadine, und mir Sorgen machen, weil du einfach jünger bist und vielleicht noch viel hübscher und viel schneller und ich weiß nicht, viel netter oder viel toller grundsätzlich, ne, was Frauen ja oft mal machen, ne, dass sie dieser Blick so zur Seite und so. Hast du die gesehen? Ja, aber du kannst Dinge, die ich nicht kann. Und wenn ich mich darüber freue, stellst du sie mir zur Verfügung. Und wenn wir beide uns zusammentun, dann können wir beide noch mehr hinbekommen. Und das lässt sich skalieren. Ja. Und diese Erkenntnis, ich glaube, das muss man mal erlebt haben, um zu sehen, dass das wirklich funktioniert. Ne? Weil auch wir alle haben natürlich da schon mal auch sehr negative Erfahrungen gemacht, gerade in der Pubertät, gerade in so Mädelsklicken. Heieiei. Ja, da hatten wir auch das gleiche Ziel, nur den gleichen Typen, den kriegt halt nur ein. Ja, und die Freundin, die immer mehr darf und ne, so, aber die Zeiten sind vorbei. Ja, absolut. Die Zeiten sind vorbei. Gerade in digitalen sichtbaren Netzwerken, sorry, die Zeiten sind vorbei. Und der Kuchen ist echt groß genug. Es gibt so viel Kuchen mehr, das können wir gar nicht essen. Ja. Also lasst uns es gemeinsam versuchen. Ja, sehe ich auch so. Sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, Katja. Gemeinsam sind wir stark. Basta. Und besser. Ja. Ja, ich sehe es auch so. Also ich hatte tatsächlich das große Glück, dass ich sehr früh in dieser New Work-Welt gelandet bin, bevor das Thema war, weil unser Chef das einfach auch schon lebte. Und es hat immer funktioniert, immer. Es war fair, das war überhaupt nicht diese Schiene mit Problematik, Diversität, Gleichberechtigung, sonst was. Ich hatte einfach Glück, was das angeht, aber ich verstehe alle, die das eben nicht hatten. Ich kann mir vorstellen, wie es immer noch in vielen Unternehmen aussieht. Und das ist ein schöner Weg. Und vor allem auch, wie du sagst, als Unternehmens, wie nennt man das dann, 12-Wochen-Programm, finde ich das total spannend, das wirklich in Unternehmen reinzubringen. Das ist total spannend. Sehr schön. Wo soll man denn danach gucken, wenn man es sucht? Darf ich die Leute noch auf die LinkedIn-Gruppe führen oder schließt ihr die? Nein, also die Wollfrauenstärken wird erhalten bleiben, aber nur für Teilnehmende. Ja, okay, verstehe. Also wenn du den Link teilst, wir lehnen alle sehr freundlich ab. Okay, aber ihr verweist sie irgendwo hin, hoffe ich, auf die Zukunft. Natürlich. Auf einen Newsletter. Bald dann mal. Wir reden nochmal. Starten. Also wer sich mit dem Erstellen von Newslettern auskennt und Lust hat, im nächsten Durchlauf uns einen Newsletter zu gestalten, wir haben noch Platz im Team. Ja, nein, also tatsächlich sagen wir immer, folgt uns über die Social-Media-Kanäle, dann bekommt ihr nämlich mit. Also Insta definitiv, Twitter definitiv, LinkedIn definitiv, auch Facebook, weil das an Insta gekoppelt ist, glaube ich. Wenn wir wieder neu starten, ansonsten gerne den Wollgruppen einfach beitreten. Also es gibt eine öffentliche Working Out Loud-Gruppe auf LinkedIn, es gibt sie auf Xing, es gibt sie in Facebook, es gibt sie überall oder bei Mighty Networks, also einfach über eine Google-Suche. Mitglied werden und auch da werden wir diese Infos teilen, wenn wir wieder neu starten. Ne? Okay, super. Woll selbst, man muss nicht mit uns Woll machen. Ne? Wir haben das jetzt einfach als begleitetes Programm konzeptioniert und auch gemacht, um diesen Rahmen nochmal ein bisschen zu setzen und um Menschen da auch ein bisschen, ich glaube, besser oder sicherer einfach durchzubringen. Weil das natürlich in so einer großen Gruppe mit 3000 was ganz anderes ist, als wenn ich das alleine mit anderen 4 Menschen mache, ne? Sondern da in einer Community mich nochmal übergreifend auch ganz anders vernetzen kann und dort ganz zielgerichtet auch nochmal ganz anders Hilfe erlebe und erfahre. Sehr schön. Wir verlinken einfach mal 2-3 Gruppen und jede darf auf ihre Plattform, auf der sie sich wohlfühlt. Genau. Schön, Katja. Wirklich. Es ist super spannend. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Für mich war das eine ganz tolle Erfahrung und eine ganz tolle Gruppe. Und wir haben auch immer noch Kontakt und haben auch unsere WhatsApp-Gruppe und schicken uns manchmal irgendwelche netten Infos, schlauen Artikel, die wir irgendwo sehen, die passen. Und von dem her, ja, ich werde das weiter versuchen zu leben. Ich fand das sehr, sehr schön. Ja, wir treffen uns auf monatlicher Basis immer noch weiter, weil mein Circle war so großartig, wir haben so einen Spaß gehabt, dass wir gesagt haben, jeder erste Montag im Monat treffen wir uns nochmal. Super. Ja, sehr schön. Wir haben jetzt einen Termin ausgemacht, ich glaube in einem Vierteljahr oder so, aber auf jeden Fall haben wir auch nochmal einen Termin festgehalten, wo wir uns treffen. Vielen, vielen Dank, Katja, vielen Dank und ganz viel Erfolg mit dem Thema. Überall ist überall zu streuen, streu es in die Welt, das kann uns allen nur helfen, definitiv. Danke dir für deine Hilfe. Danke an dein Netzwerk, an eure Community, dass ihr hier mithelft. Und
probiert es auch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr schön. Hab einen schönen Nachmittag und ganz viel Erfolg. Dankeschön. Bis dann. Vielen Dank. Kennst du schon den Mama Business Newsletter? Als Abonnentin hast du Zugriff auf die Freebie-Bibliothek. Dort findest du ganz viel Wissen rund um das Thema Gründung, Webseite und Branding. Einfach anmelden unter mama-business.de/newsletter.